Dieser Trick lässt sich super mit deiner besten Freundin umsetzen und natürlich mit einer Decke. Als erstes muss eine von euch sich flach auf den Rücken legen. Deine Freundin hält eine Decke vor dich, damit du nicht mehr zu sehen bist. Dann lässt sie die Decke einfach auf dich fallen. Abracadabra, dreimal schwarzer Kater und wuhu, du schwebst in der Luft. Wie macht sie das denn? Ah, du drehst dich nur schnell um, bevor die Decke fällt. Ganz schön raffiniert. Sport mit einer Freundin kann Spaß machen. Bis du siehst, wie beweglich sie ist. Ernsthaft? Wie macht sie das? Das ist so unfair. Anstatt dich schlecht zu fühlen, solltest du ihr zeigen, dass du auch beweglich bist. Zumindest in Gedanken. Siehst du, du kannst auch einen Spagat machen. Auf deine Weise. Oh, das dehnt doch ordentlich, oder? Da ist sie auch schon. Krass, oder? Jetzt sieh mal genauer hin. Das rechte Bein sieht ziemlich stark nach einem Arm mit einem Schuh aus. Das liegt daran, dass es ein Arm mit einem Schuh ist. Damit hast du es ihr gezeigt. Hey, oh Mann, die Party letzte Nacht war der Hammer. Und wir haben noch die ganzen Luftballons zum Platzen lassen hier. Willst du helfen? Nimm diese Stecknadel hier. Klingt erstmal unschuldig, oder? Lass einfach einen Ballon über deinem Kopf platzen. So. Und noch einen. Und noch ein. Oh Mann, du hättest sicher nicht gedacht, dass in dem dritten Wasser ist, hä? Naja, du hattest sowieso eine Dusche nötig. Hey Girl, ich glaube, es ist Zeit für ein kleines Style-Upgrade. Hier, nimm diesen Schal. Jetzt leg ihn dir so um den Hals. Nimm jetzt jede Seite mit der gegenüberliegenden Hand und leg den Schal um deinen Hals. Mhm, genau so. Jetzt nimmst du die Enden und bindest einen einfachen Knoten. Zieh ihn fest und puff. Wie hast du das gemacht, ohne dich selbst zu erwürgen? Oh Mann, du hast mir nicht gesagt, dass das ein lebensbedrohlicher Trick ist. Willst du wissen, wie man das macht? Leg dir den Schal um den Hals. Wenn du ihn umlegst, leg ihn nicht ganz um den Hals. Nun die Enden zu einem Knoten binden und ziehen. Siehst du? Easy. Ach, das Badezimmer. Ein privater Ort, an dem man sich am privatesten fühlt. Und ein perfekter Ort, um Streiche zu spielen. Schnapp dir eine alte Toilettenpapierrolle und lass etwas Wasser auf sie laufen. Achte darauf, dass du sie gut einweichst. Jetzt knittere es so zusammen, dass es aussieht wie eine... Na, muss ich das wirklich sagen? Jetzt geh zum Klo und leg etwas gelbes Toilettenpapier rein. Es ist Zeit, die Kinder am Pool abzusetzen, wenn du weißt, was ich meine. Guck mal. Jetzt warte auf einen ahnungslosen Freund und... Was zum Teufel ist das? Ich muss mich gleich... Wer hat hier nicht gespült? Endlich fertig gepackt. Mann, ich komme da nicht dran. Na also. Die leben ja. Hat dich jemand verhext oder was? Lauf, Olivia. Emily, bist du das? Würdest du diesen Kartonstreich auch gerne mal mit deinen Freunden ausprobieren? Nimm eine mittelgroße Box wie diese hier und zeichne einen Halbkreis darauf. Nun schneide ihn mit einem Cutter aus, aber sei vorsichtig. Mach dasselbe auf der anderen Seite. Und zuletzt kletterst du hinein. Vergiss aber nicht, dasselbe mit noch zwei anderen Boxen für deine Arme zu machen. Ziemlich clever. Willst du einen Ausflug in den Supermarkt ein bisschen interessanter gestalten? Versuch doch mal, die Plastiktüten aus der Obst- und Gemüseabteilung an den Rucksack deiner Freundin zu binden. Hey, fertig? Ja, aber lass uns noch ein paar Kekse auf dem Weg da draußen mitnehmen. Oh oh. Hey, Olivia, du nimmst alle Tüten mit. Das ist ja zum Schießen. Und Prost. Ein Strandwochenende ist wohlverdient nach einer stressigen Woche. Hey, ich muss noch mal kurz zum Auto zurück. Ich bin gleich wieder da.
Während Olivia nicht da ist, wird Emily etwas aushecken. Streiche am Strand zu spielen ist super einfach, besonders wenn man eine Schaufel dabei hat. Bevor sie zurückkommt, grabe schnell ein Loch an der Stelle, wo sich ihr Handtuch befindet. Jetzt aber schnell, sie kann jede Sekunde zurück sein. So, verhalte dich ganz normal. Ich habe noch was in die Parkuhr geworfen. Mann! Ja, das war's dann wohl mit meinem entspannten Kurzurlaub. Vielen Dank! Der beste Zeitpunkt, einen Streich vorzubereiten, ist natürlich, wenn niemand in der Nähe ist. Hier kommt ein cooler Badezimmertrick. Hast du vielleicht ein paar Knallerbsen rumliegen? Lasst uns mal schauen, was man damit anstellen kann. Klebe sie auf die Erhebungen unter dem Klositz. So, das ist der letzte. Und jetzt klappe den Sitz ganz vorsichtig nach unten. Oh Mann, warum habe ich nur so viel getrunken? Ach du meine Güte, habe ich jetzt das Klo kaputt gemacht? Egal wie oft ich hier auch putze, es wird immer schmutziger. Ah, fast fertig. Und das kommt in den Müll. Oh, hey Lilly. Hey. Im Ernst jetzt? Ich habe hier gerade erst sauber gemacht. Das zahle ich dir zurück. Du brauchst eine Stehleiter, eine Tasse Wasser und einen Besen. Klettere die Leiter hinauf und sichere den Wasserbecher mit dem Besen an der Decke. Hey, Lilly, kannst du mir vielleicht helfen? Ich muss den Mob holen. Kannst du das für mich halten, bitte? Okay. Bis dann, du Rübennase. Warte. Hä? Was? Du willst mich wohl verscheißern. Sieht so aus, als würde Lilly eine Dusche nehmen. Oh, das war bestimmt kaltes Wasser. Na, das sollte dir eine Lehre sein, nicht mehr deinen Müll herumzuwerfen. Hey Leute, ich habe ein kleines Geschenk für euch. Yay, was da wohl drin ist? Hä, noch eine Box? Wo bleibt denn das Geschenk? Oh, ein Gutschein. Gib her! Hey, ich habe den zuerst gefunden. Viel besser als Fernsehgucken. Ich hole mir Popcorn. Lass los, das ist meiner. Warte mal, ich habe eine Idee. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Echt jetzt? Gib einfach auf. Hey, wo gehst du denn hin? Hör auf zu ziehen, komm schon. Okay, lass uns versuchen, den Gutschein mit unserer Stirn zu fangen, okay? Jeder hat 10 Versuche. Nach dir, Lilly. Bereit? Und los geht's. Ist das überhaupt möglich? Lilly braucht danach ganz sicher eine Gesichts-OP. Lana, das machst du doch extra, oder? Du bist dran, Lana. Na, gar nicht so einfach, oder? Oh Mann. Yes. Ah, geschafft. Och Mensch. Wir sehen uns, wenn ich mit vollen Taschen zurückkomme. Na gut. Ich kaufe dir ein paar Socken.